Pressekonferenz anlässlich des 9. Spieltags in der 3. Liga mit der Partie TSV Havelse gegen Viktoria Köln entstand 1:0 vor 527 Zuschauern in der HDI-Arena. Ich begrüße zur Pressekonferenz beide Trainer, Olaf Janssen für Viktoria Köln, Rüdiger Ziel für den TSV und Herrn Janssen gebühren die ersten Worte. Ja, vielen Dank. Erstmal als Glückwunsch, Rüdiger, zum ersten Sieg. Hätte ich mir natürlich alles gewünscht, dass es gegen uns ist, ist klar. Zum Spiel will ich eigentlich auch gar nicht so viel sagen, weil es eigentlich ein Spiegelbild der letzten Wochen ist, dass wir ja ganz gut Fußball spielen. Ich fand auch, dass wir vernünftige Lösungen hatten gegen das Spiel von Havelse, weil die letzten Wochen haben gezeigt, auch sehr spielstarke Mannschaften, die große Probleme sind. Da haben wir sicherlich einige Möglichkeiten, aber am Ende des Tages muss ich sagen, dass eben die Mannschaft das Spiel gewonnen hat, die absolute Gier hatte, dieses Spiel auch wirklich auf seine Seite zu ziehen. Das hatten wir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht. Da sind wir einfach zu leichtfertig mit so ein paar knappen Situationen. Auf die zweite Bälle, 1-1-Situation, 50%-Bälle, die sind dann zu selten dann auf unsere Seite gefallen. Und das hat den Gegner natürlich auch ein bisschen aufgebaut. In der zweiten Halbzeit haben wir sicherlich alles versucht, in die Waagschale zu werfen. Aber wenn man von Anfang an nicht ehrlich zum Spiel ist, dann wird man meistens bestraft. Und das waren wir. Und das ist auch gut so, weil wenn man eben nicht bereit ist, wirklich an diese 100% zu gehen, alles aus dem Tank zu hauen, was da ist, und auch sein Tor so zu verteidigen, wie es sich gehört, dann steht man eben oft als Verlierer da. Und von daher dann am Ende des Tages, so wie es gelaufen ist, dann einfach auch ein verdienter Sieger. Und für uns sicherlich in der Situation eine extrem bittere Pille. Und die müssen wir dann sicherlich in den nächsten Tagen erstmal schlucken. Vielen Dank. Vielen Dank, Olaf Janssen. Rüdiger, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel investiert. Die erste Halbzeit war das für beide Seiten Tormöglichkeiten, da in Führung zu gehen. Wir haben dann durch die Elfmetersituation es genutzt, einfach mit dem 1-0 dann auch in die Pause zu gehen. Und war einfach klar die Marschroute, dass wir weiter Fußball spielen wollen und immer einen Wechsel hinkriegen müssen, Intensität, um mal lange Bälle auch zu spielen, auch im zweiten Ball zu gehen, dass wir jetzt nicht nur verteidigen im eigenen 16er, sonst wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, wir haben das Spiel relativ oft von unserem Tor weggehalten, haben sehr, sehr viel investiert, sind immer wieder vorne auch angelaufen, attackiert und gegen das Spiel gute Mannschaft einfach wenig zugelassen. Und am Ende, glaube ich, was Olaf gesagt hat, wir sind einfach an die 100% rangekommen. Und das müssen wir einfach jedes Spiel. Das haben wir heute geschafft und haben uns einfach belohnt, dass wir heute dann auch als Sieger vom Platz gehen. Und es ist einfach gut zu sehen, die Entwicklung der Mannschaft, wie wir, glaube die ersten Spiele aufgetreten sind, wenn man es gesehen hat. Und heute dann ohne eine deutliche Steigerung, was wir einfach im Ballbesitz auch machen, Intensität einfach über 90 Minuten. Und so müssen wir einfach weitermachen, dass wir auch die nächsten Spiele dann weiter erfolgreich bestreiten können. Ich glaube, heute ist einfach große Erleichterung über den ersten Sieg und haben die Jungs sich verdient, dass sie auch ein bisschen feiern können.